Okay, wenn wir jetzt mal kurz und knapp zusammenfassen, also die Hauptursachen für die meisten Erkrankungen sind einmal Mangelzustände durch, also Vitalstoffmängel, dadurch wahrscheinlich auch, dass die Böden leer sind und auch zusätzlich durch eine falsche Ernährungsweise, plus eine ja, massive Überbelastung durch diverse Gifte in Anzahl und Menge und auch Strahlung, die auch massiv Jawohl. angestiegen ist. Diese Faktoren sorgen ja auch dafür, dass zum Beispiel Parasiten überhaupt ein Thema erst werden. Kann man das so ganz einfach verallgemeinern? Nein, so einfach kann man es jetzt auch nicht, aber die Parasitengeschichten nehmen natürlich zu, Ja. insofern, weil die jetzt auf einen geschwächten Organismus treffen, der nicht mehr so eine starke Immunkraft hat, wie eben die Urgroßväter hatten. Und damit können die sich viel besser ausbreiten. Auch Parasiten, die schon eigentlich gar keine Rolle gespielt haben früher, die breiten sich jetzt einfach aus. Und das heißt, das ist das eine. Das heißt, die können sich wirklich festsetzen, besser festsetzen, können chronisch da bleiben, die können sogar den Wirt überleben. Das heißt, der Mensch ist tot, aber die Parasiten sind trotzdem noch da und können sich flockig noch weiter vermehren und so weiter und andere infizieren. Also so ein Parasit ist oftmals von seinem System, Überlebenssystem her viel besser dran wie jetzt ein Mensch. Das muss man sagen. Es gibt noch eine zweite Ursache, warum die Leute mehr Parasiten kriegen wie früher. Ist, weil wir immer mehr Weidehaltung, also Tierhaltung haben im Weidebereich. Das gab es früher so viel im Leben nie. Zusätzlich kommen die Massentierhaltungen dazu, die richtige Parasitenschleudern sind, auch multiresistente Parasiten, weil praktisch generell im Tierfutter eigentlich Antiparasitenmittel reingenommen werden, unter anderem das gute Ivermectin, was übrigens auch bei Corona ganz gut hilft. Ja, das sind aber auch schon viele Viecher, sind sozusagen. Parasiten sind resistent, weil einfach in der Tiermast am meisten eingesetzt wird. Das ist genauso mit Antibiotika. Über 70% der weltweit produzierten Antibiotika gehen nicht an den Menschen, sondern gehen in die Tiermast rein. Und der Urin und das ganze Abwässer, wo da aus so einem Tiermastbetrieb rauskommt, der nicht bio ist, ja, das ist halt verboten. Und das ist halt 99% der ganzen weltweiten Nahrungserzeugung, Tiererzeugung, läuft halt eben leider nicht bio. Das ist ja einer der großen Faktoren, warum der Planet in den nächsten Jahren hops geht. Ja, wir haben, wenn wir jetzt auf 100% Ökologie umstellen, dann hätten wir sozusagen, da können wir, was weiß ich, locker 20, 30 Milliarden Menschen voll ernähren und wir hätten diese Vergifterei nicht mehr und vielleicht eine Chance, dass wir noch als Ganzheit menschlich überleben können. 100% ökologisch und weniger Tierprodukte. Aber eben diese Weidetierhaltung, Massentierhaltung und aber auch, dass immer mehr Leute praktisch Haustiere haben, also vor allen Dingen Hunde nehmen ja massiv zu. Die, muss man schon sagen, reine Parasitenschleudern ist. Und interessant ist zum Beispiel der Hundebandwurm und auch der Fuchsbandwurm, die ja den Viechern ja gar nichts machen. Also das heißt, bei denen, bei den Hunden, auch so, bei der Katze können es auch übertragen übrigens, der Fuchsbandwurm wird nicht hauptsächlich vom Fuchs übertragen, sondern von Hunden mittlerweile. Muss man auch wissen. Und das macht denen Viecher nichts, die hocken ja nur im Darm drin, aber beim Mensch, der ja ein Fehlwirt ist, geht der voll ins Gewebe rein und die sind schwer zu behandeln. Fuchsbandwurm ist extrem schwer zu behandeln. Und das kann der Hund sein oder die Katze, ne? Dann gibt es natürlich die Hunde, Katzen, Askariden ohne Ende. Dann natürlich die Katzen, Toxoplasmose, das haben wir vorher schon kurz angesprochen, wo man im Prinzip ein kleines Selbstmordprogramm fahren tut, damit dann das Raubtier einem schnell wieder fressen kann und der Zyklus weitergeht. Also Leberegel, ja, die vielen Schafherden, wo rumspringen, ja, die sind die größten Überträger auch für den großen Leberegel. Das ist gigantisch, was die übertragen können. Und das ist alles irgendwie ganz nett, wenn man überall Tiere hat, aber im Endeffekt führt das dazu, dass Wässer und eben dass auch die Mensch, die ist direkt sogar mit Kontakt, also schon die Pfoten, wenn ein Hund im Wald rumspringt, der schnuppert natürlich an der Fuchskacke rum, hat sofort die Eier am Barthaar im Feld drin und dann geht man mit dem Kerle ins Bett. Das ist super.
Also macht man riesig Schiss, wenn man Heidelbeere sammelt, ob da ein Fuchsbandwurm-Ei drauf ist, aber dann hat man nebendran praktisch die volle Echinokokke-Eierschleuder im Bett drin. Also es ist Wahnsinn, was das wissen die viele Leute nicht. Ja. Und auch diese Wurmmittel bei den Tierärzten, was weiß ich, Valbazen und das ganze Zeug, die sind zum Teil eben auch resistent. Das ist nicht ohne und viele nehmen das gar nicht. Es gibt Leute, ich sehe, das hat es früher nie gegeben, wenn ich durchs Tal oder durch den Wald jogge. Und irgendwelche Leute, ich sehe immer doppelt so viele Hunde wie Menschen. Kein Witz. Ja, also irgendwie scheint das Kind von früher, die kriegen ja oft keine Kinder oder wollen keine mehr oder der Beruf lässt es nicht zu. Ist ja heute alles irgendwie so super modern oder sie sind halt homosexuell und so. Da können sie zwar Kinder abortieren, aber keine kriegen. Auf jeden Fall, aber dann hat man halt einen Hund. Ja, und irgendwie, ich habe ja jetzt nichts gegen Hunde, aber man muss halt durchaus wissen, was ist das Bedürfnis von diesem Tier? Und man muss es natürlich auch schützen vor Parasiten. Das Nochmal halte ganz, ich für ganz. wichtig, aber ist eine Ursache dafür, warum Parasiten halt auch noch zunehmen, neben dem, dass der Mensch immer schwächer wird. Nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage. Das ist jetzt so ein heikles Thema, aber mir fällt es gerade ein. Das Thema Homosexualität. Gibt es ja auch Theorien, dass das eventuell mit Parasiten oder auch sogar mit Vergiftung zusammenhängen könnte? Hast du da irgendwie Erfahrungen, Wissen? Ja gut, also mit Giften, das ist ja schon lange bewiesen, dass die meisten Gifte, selbst Schwermetalle wie Quecksilber und so, die sind ja hormonaktiv. Ja. Das sind sozusagen endokrine Disruptoren und das sieht man ja auch im Tierreich, damals auch in den Everglades da, Florida, dass die Krokodile sozusagen dann verweiblicht sind. Genauso die Frösche, hängt wirklich mit der Giftkonzentration zusammen. Und es ist ja so, dass man, wenn man zum Beispiel PCB abbekommt und BPA, also Bisphenyl A, dann hat man natürlich auch eine viel stärkere Fettgewebezunahme und das Fettgewebe wiederum baut natürlich Testosteron ab, beziehungsweise baut es dann um in Östrogene. Das heißt, es gibt eine gewisse Verweiblichung natürlich. Da ist natürlich schon so, dass da gewisse Zusammenhänge gibt, aber jetzt, ich kann es jetzt nicht an Parasiten oder so festmachen. Ich möchte mich jetzt da auch nicht äußern. Also ich habe viele Patienten, die homosexuell sind und das sind nette Leute. Ich habe nichts gegen. Jeder darf sein Ding machen, solange es anderen nicht schadet. Also ich sehe halt nur, dass es in der Natur, sagen wir so, wenn alle Menschen vor 1 Million Jahren homosexuell geworden wären, dann wären wir schon längst, wären wir nicht mehr da, sind wir halt ausgestorben. Das heißt, die Homosexualität ist jetzt nicht nur gewiss ist es so, wenn Tiere eng zusammen sind, also in unnatürlicher Dingen werden sie auch homosexuell zum Teil, weil sie einfach mangels Partner, machen sie halt auch das, ja. Aber also ich denke mir, dass es eben mit Gifte schon auch zusammenhängen kann, aber ich bin jetzt nicht der homosexuell super, ja, verstehst du, ich bin nicht der Ja, Sexualtherapeut, klar. also das ist die falsche Frage für mich wirklich. Ja, hätte ja sein können, dass du, also einfach, mich hat mal deine Meinung interessiert oder was du da für Erfahrungen hast. Okay, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer eingehen auf die Zusammenhänge zwischen Giften und Parasiten. Also wir haben ja schon gesagt, dass Gifte einfach das System schwächen, dass sich dadurch Parasiten einfach vielleicht leichter eindringen können oder auch länger im Körper bleiben können oder richtig chronisch drin bleiben können, sogar dem Wirt überleben können. Aber es gibt ja auch zum Beispiel den Ansatz, dass Parasiten eventuell sogar uns helfen, in dem Sinne, dass sie sogar Gifte in sich einlagern und dann für unseren Körper das geringere Übel sind, in Anführungsstrichen. Ja gut, Parasiten können wirklich, also gerade die einzelligen Parasiten wie Amöben, Lamblien, also Gardia lamblia und auch Isospora belli, dann Encephalozoen caniculi, das ist ein relativ unbekannt. Es gibt da mindestens noch 30, 40% aller Parasiten kennt man übrigens noch gar nicht. Und also das heißt, wir sind da wirklich eigentlich im Nirvana drin, was Parasiten betrifft. Aber man weiß zum Beispiel von verschiedenen Analysen, gibt es ein großes Buch, wo praktisch geguckt, wie Biomasse Gifte binden kann. Und das sind Amöben praktisch an dritter Stelle. Ja. Also Chlorella war an erster Stelle, also Amöben zum Beispiel waren an dritter Stelle. Und es ist auch schon die Beobachtung auch, je nachdem, welche Parasiten jemand hat, dass
dass dann, wenn man im Prinzip eine Parasitenkur macht oder dass man die abtötet, dass da tatsächlich Gifte frei werden und es gibt so eine Rückvergiftung des Körpers und den Leuten geht es dann, wenn man es falsch gemacht hat, schlechter wie vorher. Und man findet dann auf einmal viel Quecksilber, Blei und das ganze Zeug, was dann rauskommt, muss man schon sagen. Aber auch diese anderen Lösemittel oder Pestizide, da können die besser leben mit. Also die Amöben, muss man ja sagen, die einzelligen Parasiten sind eh die blödsten. Außer jetzt im Echinokokken, also es gibt noch andere, natürlich Echinokokken, aber die einzelligen sind halt schwierig wegzukriegen. Die sind fast ubiquitär. Und es gibt verschiedene Amöben, die sind in jedem Leitungswasser drin. Wir haben damals im Krankenhaus, im Uniklinikum Freiburg, war das Problem mit den Legionellenausbrüchen auf der Knochenmarkstammzelltransplantation, bei der Hochdosis-Chemo. Station und eben bei der bei den Immungeschwächten, oder? Und da ist es so, dass die ja immer wieder auch beim Duschen oder beim alleine schon beim Tee trinken sich mit Legionellen gesteckt haben. Und die Legionellen sind eigentlich im Wasser, können die gar nicht gut leben, aber die leben sozusagen im Parasit drin, nämlich in Amöben. Die kriegt man fast gar nicht weg, also weder durch die normale Trinkwasseraufbereitung kriegt man die weg, noch zum Teil durch die normale Chlorierung, wenn man chloriert. Das heißt, die Amöben, die überleben locker und da drin sind die Legionellen. Das heißt, die werden praktisch wie ein trojanisches Pferd in die Gegend rumtransportiert.